Vor wenigen Tagen wurde der Tag der Feuerwehr begangen, so auch im Technikmuseum. Also haben wir uns dort einmal umgesehen. Unter dem Motto Technikmuseum zum Erleben, Erfahren und Anfassen drehte sich an diesem Tage für 5 Stunden alles rund um die Feuerwehr. Dabei war an jedes Alter der kleinen und großen Besucher gedacht. So bestand die Möglichkeit zu malen und zu basteln, Filme anzusehen oder sich an rund 400 Modellen von Feuerwehrautos und alten Ausrüstungsgegenständen, die Heinz-Jürgen Rösner zusammengetragen hat, zu erfreuen. Ja, mein Vater war mal Wehrleiter einer Feuerwehr und ich habe als kleiner Junge auch schon in der Feuerwehr mitgearbeitet. Später war ich beim Institut der Feuerwehr als Versuchsfeldleiter und habe auch an einigen Entwicklungen mit teilgenommen. Und heute bin ich hier im Technikmuseum und möchte auch die Arbeit der Feuerwehr mit präsentieren und vor allem Entwicklungen, die hier bei uns in der Region erfolgt sind, dass die nicht in Vergessenheit geraten. Das ist eigentlich mein Anliegen. Ja, ein großer Teil, also 3 Vitrinen sind von mir und eine weitere von einem weiteren Sammler noch. Ja, es gibt ja nun einige Arbeitsgemeinschaften auch von der Stadt Magdeburg, Feuerwehrgeschichte. Aber ansonsten Sammlern, also groß Kontakt nicht, aber ich mache das seit der Kindheit, sammle ich schon seit 1954 mein erstes Modell. Und heute sind doch rund 400 zusammengekommen. Ja, mein Enkel war jetzt im Urlaub und er rief aus dem Urlaub an, ich sitze jetzt in einer Feuerwehr und habe einen Helm auf. Also irgendwie ist da doch ein bisschen Feuer im Blut bei ihm. Also um die Nachwuchs gibt es sozusagen keine Sorgen. Es gibt ja jetzt auch wieder ein bisschen Aufschwung bei den Jugendfeuerwehren. Bei den Jugendfeuerwehren, ja. Ich hoffe auch bei den anderen Feuerwehren. Denn das ist doch Brandschutz ist ein wichtiges Anliegen und auch interessant. Alles klar, vielen Dank. Bitte. Natürlich konnten auf dem Freigelände auch Originalfahrzeuge aus 2 Jahrhunderten erlebt und angefasst werden. Unterstützt wurde das Museum dabei von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weferling, die uns ihr neuestes Schmuckstück erläuterten. Also das Fahrzeug haben wir seit November 2009 frisch bekommen vom Markt. Hier handelt sich es um ein Iveco Magirus LF10-6 mit 1000 Liter Wassertank, eine Rosenbauer, die Fox 2 Pumpe, ein Druckbelüfter, Feuerlöscher, dann haben wir hier Atemschutzgeräte. Für den zweiten Angriffstrupp, für den ersten Angriffstrupp befinden sich die Geräte auf dem Fahrzeug. Reserveflaschen, Schlauchtragekörbe mit Hohlstrahlrohr, dann vereinzelt nochmal B-Schläuche, ein Standrohr, das Hooligan-Tool. Dann gehen wir weiter nach hinten, hier befindet sich die Heckpumpe. Alles neuester Technik. Geht alles bloß noch über Knopfdruck. Die Pumpe regelt den Druck automatisch. Geht alles von alleine. Und muss ja bloß noch brennen. Oh, bloß noch brennen, richtig. Alles klar, danke. Oder in. So, jetzt haben wir hier die andere Seite. Was gibt es hier noch für interessante Details? Also hier haben wir neueste Markerrungenschaft, ein Hygienebord. Nach dem Einsatz kann man sich die Hände waschen. Ein Desinfektionsmittel für die Hände, natürlich zum Abtrocknen. Mhm. Luftdruck. Hier haben wir noch einen Stiefelwäscher. Kann man sich mal die Stiefel kurz waschen während des Einsatzes. Also auch nach den neuesten Erkenntnissen alles so ein bisschen zusammengestellt neu, ja? Ja, was kostet Müllbeutel. Was kostet so ein Wagen? Ja, mit so einem Familienhaus kann man da rechnen. Geht's genauer? Nee, den genauen Preis weiß ich auch noch nicht. Also einige 100.000 kommen da denn doch zusammen, ja? Ja. Gut.